Autsch. Alter, macht der Schaden. Alter! Der wurde doppelt getroffen. Der Drachentöter. Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute mit dieser geilen Waffe. Mega, mega nice. Ich habe es gerade schon im Vorlauf gesehen. Man lasert damit wirklich jeden Gegner, der ein bisschen dicker ist, einfach weg. Ich zeige das jetzt nochmal hier an dem Fetten, da kann man es auch richtig gut sehen. Also sobald der Boss, sagen wir mal so, 4-5 mal so dick ist wie ihr selber und die Blasenfontäne komplett trifft, dann ihr macht einfach alles weg damit. 4700! Ey, und das staggert auch noch. Das ist halt auch crazy. Und weil ich sagen muss, die Waffe gefällt mir auch an sich gut. Ist einfach eine richtig chillige eine richtig chillige Ultra-Großwaffe. Oder Großschwert? Einfach ein chilliges Großschwert. Sehr, sehr nice. Das Ganze nennt sich Langhorn des Gesandten. Habe ich sogar nur plus 9. Plus 10 macht hier natürlich nochmal ein bisschen mehr Schaden. Wichtig ist hier, ihr müsst komplett auf Heiligschaden gehen. Dazu den Ritualschwert-Talisman habe ich drin, den heiligen Skorpions-Talisman, den habe ich drin, den Ziegenbock-Talisman, damit ihr nicht interrupted werdet, während ihr das Talent spammt, und Scherbe von Alexander, wie immer. Den Skorpions-Talisman könnt ihr natürlich auch wie immer wechseln, der bringt immer nur minimalen Schaden, macht euch aber sehr viel schwächer in der Verteidigung. Könnt ihr das Filigran-Wappen nehmen oder was auch immer ihr da gerne drin haben wollt, oder vielleicht mal ein bisschen mehr Def. Finden könnt ihr die Waffe hier direkt in der Hauptstadt. Nicht von dem kleinen Scheißer hier. Der hat nämlich nur dieses kleine Hörnchen, sondern den da vorne. Den fetten. Den wollt ihr. Macht ihr schön silbernen Talisman rein. Und dann den hier weghauen. Mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das mag der. Schade, ich habe gedacht, ich krieg direkt einen Drop. Ja, von dem kriegt ihr den. Hier den einfach schön farmen und dann könnt ihr euch die Waffe holen. Lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das, wie heißt nochmal, Langhorn des Gesandten findet. Ob ihr das vielleicht sogar auch benutzt. Gerne ein Like auf dem Video dalassen und den Kanal abonnieren, wenn ihr da in Zukunft nichts verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.